Einen wunderschönen guten Tag, Freunde US-amerikanischer Smartphone-Kunst. Ich grüße euch. Wir schauen uns heute das iPhone 12 an. Ich weiß, es ist gestern Abend schon rausgekommen. Hätte ich gestern Abend eigentlich schon was dazu sagen können oder müssen oder sollen. Aber ich lasse mir Zeit. Und warum? Tja, ich habe heute Morgen mal nachgeschaut, habe eingegeben bei YouTube iPhone 12 in Kritik und habe ich gar nichts gefunden. Es gibt jede Menge Berichte zu den Geräten. Nicht so, dass das keinen interessiert, aber tja, die meisten scheinen entweder nur die Werbung oder bestenfalls noch das Datenblatt von Apple zu übernehmen, aber richtig mit der Technik mal auseinandersetzen und das ins Verhältnis setzen zu den Marktstandards, also damit keine Missverständnisse auftauchen. Ich schaue mir jetzt einfach die Hardware an und vergleiche das mit den Marktstandards. In dem Preisbereich, wohlgemerkt. Nein, ich vergleiche das nicht mit 100 Euro Telefon, das ist Blödsinn. Es geht um Marktstandards und es geht um Apple. Was ist normal und was bietet Apple? Und was verlangt Apple? Es geht nicht um das Betriebssystem. Das auch nochmal vorweg. Es geht nicht um iOS. Es geht nicht um Android, Linux, Windows oder irgendwelche anderen Betriebssysteme. Wer welches Betriebssystem für sich wählt, das ist jedem selbst überlassen. Wenn jetzt jemand sagt, Android ist perfekt für mich zugeschnitten, dann kann ich nicht kommen, dann kann auch kein anderer kommen und sagen, ja, du liegst falsch, du musst iOS benutzen. Und wenn jemand iOS für sich entdeckt hat und sagt, ich finde das super, rede ich dem auch nicht rein, das sollten auch andere nicht tun. Es geht nicht um iOS versus Android. Aber was wir vergleichen können, das ist die Hardware. Denn ob das jetzt ein iPhone ist oder ob das jetzt zum Beispiel ein Xiaomi Mi 10 Ultra ist, das spielt keine Rolle. Die alle müssen ein Display verbauen, sie müssen irgendwelche Materialien für das Gehäuse auswählen, haben eine gewisse Verarbeitungsqualität, haben Arbeitsspeicher, einen SoC, der wiederum besteht aus einem Prozessor und aus einer Grafikeinheit, die ganzen Konnektivitäten, haben wir 4G, 5G, wie groß ist der Akku, wie schnell wird er geladen, immer so weiter. Das kann man ganz normal miteinander vergleichen, das sind Zahlen. Okay, dann machen wir das auch mal. Was wir auch vergleichen, das ist das Design. Wir nehmen jetzt iPhone 12 uns vor, weil die anderen Geräte sind ja alle ähnlich. Viele Komponenten sind gleich, das Design sowieso. Es hat sich ein bisschen was getan. Die Ränder sind schmaler geworden im Gegensatz zum iPhone 11. Also das Display-Body-Verhältnis hat sich geändert. Was sich nicht geändert hat, das ist die Notch. Die ist immer noch da, die ist erhalten geblieben, ist immer noch sehr breit. Was ich auch nicht verstehe, ist in dem Falle, warum hier die Hörmuschel mit einer Notch drin ist. Das muss nicht sein. Bei meinem Meizu 17 Pro zum Beispiel, welches mit einer Punch-Hole auskommt, die witzig ist, da ist die Hörmuschel einfach mit im Rahmen verbaut. Der Rahmen ist bei dem Meizu 17 Pro sehr, sehr schmal und da ist die Hörmuschel mit drin. Apple hat die Hörmuschel mit in der Notch platziert. Ich weiß, dass da noch Sensorik drin ist, ob man die braucht oder nicht, das haben wir dahingestellt. Der Punkt ist, es geht nur ums Vergleichen. Display-Body-Verhältnis ist furchtbar, die Notch ist super breit und letztendlich kann man den Bereich und den Bereich hier nicht wirklich effektiv nutzen. Also gerade beim Video muss man das hier an der Stelle einfach abschneiden. Hätte man nur eine Punch-Hole, kann man sich mit dir auch reinziehen, kein Problem. Hier mal zum Vergleich, wie man es besser machen kann, ist ZTE X20. Wir haben hier ein Allscreen-Design und die Frontkamera ist hier unter dem Display. Und dadurch haben wir hier ein Allscreen-Design, ein echtes Allscreen-Design und ein kaum zu schlagendes Display-Body-Verhältnis. Hier sehen wir zum Beispiel das Meizu 17 Pro. Ja, da sehen wir, wie man es anders machen kann. Hier ist dann die Kamera runtergebracht. Hier, wie gesagt, ist die Hörmuschel. Hier haben wir das Mi 10 Ultra. Hier ist auch, ja, hier ist ein schwarzer Bereich. Das ist natürlich nicht so geil. Aber zumindest sehen wir auch nochmal Mi 10 Ultra. Und ich könnte jetzt noch viele andere Geräte zeigen. Sehen wir, dass Apple da, was das Design angeht, echt hinterherhängt. Die kriegen das Allscreen-Design halt nicht gebacken. Ich habe ja vorher auch viele Artikel gelesen. Was sagen eigentlich so andere über das iPhone? Auch in den Leaks vorher war ja häufig von einer komplett neuen Designsprache die Rede. Und was erstmal die vordere Seite angeht, sehen wir von der Designsprache her, es sieht aus wie der Vorgänger. Im Großen und Ganzen hat sich ja nichts getan. Eigentlich hat sich seit zwei Generationen da eigentlich nicht wirklich viel getan. Das Display-Body-Verhältnis ist ein bisschen besser. Aber Marktstandards hängt das Gerät auf jeden Fall immer noch hinterher. Und in Bezug auf die ganz neue Designsprache, wenn wir uns die Rückseite anschauen und wenn wir uns dann mal das iPhone 11 anschauen, ja, das ist ja meine komplett neue Designsprache. Nicht wahr? Die Kamera ist komplett gleich Design, die Rückseite ist halt clean. Das ist meine komplett neue Designsprache. Ich bin jetzt übrigens bei 11er, ne? Falls ihr das jetzt gerade verwechselt habt, das kann einem schon mal passieren, dass man die Geräte verwechselt, weil die fast gleich aussehen. Hier nochmal als 10er gezeigt und ja, also Designsprache, also, ist ja, also das sind ja Welten dazwischen. Die Notch ist vielleicht, ich meine, das ist die vordere Seite, die Geräte sind fast identisch. Und ja, das 10er hat hier noch eine Single-Kamera und das ist auch der einzige Punkt, wo man es wirklich deutlich unterscheiden kann. Also nur, falls man wissen will, was ich wirklich darunter verstehe, wenn man sich ein bisschen Mühe beim Design gibt. Hier mal gezeigt, das Oppo Reno 4 Pro und das ist gerade meine Mittelklasse. Und das sieht mal wirklich mal anders aus. Ihr seht, das Rückseite, das ist hier zum Rahmen gecurved, Reno Glow, Oppo, dann dieser Farbverlauf auf der Rückseite. Ich meine, Apple schafft es gerade mal, verschiedene Farben in Volltonfarbe anzubieten, während wirklich so viele Hersteller verschiedene Farbspielereien machen. Bei meinem Meizu 16S zum Beispiel, da war noch so ein bisschen Muster unter dem Glas.
Also nicht nur einfach nur schwarz, pures Schwarz, sondern dass da noch so ein Streifenmuster ist, was man unter gewissen Lichteinfall dann auch noch sich so ein bisschen verändert. Das Display ist dann auch gecurved. Das heißt, wenn man das dann auch anschaltet, ist natürlich, das war auch ein AMOLED-Panel. Display-Body-Verhältnis ist ganz fantastisch. Hier eine Punch-Hole. Das Gerät ist super schlank, super leicht, moderner Formfaktor. Das ist wirklich ein Gerät, das schaut man sich an und denkt so, wow, meine Güte. Und wie gesagt, das ist gerade meine Mittelklasse. Während das von Apple hier, ja, gut, das Gerät in verschiedenen Farben anzubieten, da muss man ja wirklich sagen, wow. Xiaomi zum Beispiel hat eine transparente Rückseite angeboten, da sieht man die ganze Technik. Das ist auch mal eine nice Idee. Das ist einfach nur langweilig. Und jetzt von einer neuen Designsprache zu sprechen, das ist natürlich völliger Humbug. Und ja, man hat ja schon vorher gelesen, offensichtlich ist es ja auch so, dass man sich wieder, ja, dass Apple sich an den eigenen älteren Geräten bedient. Und man liest dann in wohlwollenden Artikeln was von klassischem Design oder von sowas, was die Fans sich gewünscht hätten. Ich spreche hier von Recycling. Das ist auch schon, das habe ich bei den iPhone SE, bei den letzten, da habe ich das hier auch schon angekündigt, dass ich dann vermute, dass bei der 12er Version auch wieder stark recycelt wird. Und ja, das ist tatsächlich auch so gekommen. Was das Design hier zumindest angeht, hat Apple sich eben an dem bedient, was einfach schon da ist. Ich habe mir auch Werbeclips angeschaut, um wirklich zu sehen, was ist denn hier eigentlich so, was ist so der Punkt, was ist der Aufhänger, was bewirbt Apple jetzt im Speziellen. 5G Speed, oh mein, und dann kommen mir mehrere Gs dann so hintereinander weg. Sehr schön gemacht, aber müssen wir jetzt das, also ja, wir gehen darauf ein. 5G, okay. Also nachdem bei anderen Herstellern sogar 5G mittlerweile in den Mittelklassen angekommen ist, also wenn man jetzt so 5G als Wettrennen vorstellt, ja, dann ja, kann man jetzt also entsprechend, also Applaus Apple, dass nun auch Apple als letzter das Ziel erreicht hat und nun auch Apple-User, iPhone-User, nun nachdem wirklich alle, also sogar nachdem Leute mit einer Mittelklasse schon auf 5G zurückgreifen, auch Apple. Wir nehmen jetzt mal nicht Qbert oder Yumidigi oder so, wenn wir wirklich die Hersteller reinnehmen, die im Oberklassenbereich produzieren. Macht ja Qbert nicht. Das macht Yumidigi auch nicht. Ist Apple der Letzte. Mir fällt jetzt kein Hersteller ein, der jetzt wirklich das inzwischen noch nicht anbietet, aber Oberklassenbereich. Also, dass Apple sich selbst dafür feiert, dass sie als Letzter einen Marktstandard erreichen, weil das iPhone 12 die beste globale 5G-Abdeckung hat. Das ist schön, das bringt uns in Deutschland natürlich gar nichts, weil die Endgeräte allein, die reichen leider nicht. Ich muss sagen, es geht hier nur um Marktstandards, ne, den jetzt Apple als letzter, wie gesagt, dann auch langsam erreicht. Wir haben letztendlich in Deutschland noch keine flächendeckende 5G-Abdeckung. Und wenn man jetzt auch mal bedenkt, dass mit 4G ja auch schon so fantastisch funktioniert hat, also es ist schön außerhalb von Deutschland, dass das iPhone 12 jetzt auch 5G unterstützt. Darüber hinaus auch nochmal so eine kleine Nebeninformation, ist es ohnehin auch ziemlich, also irrelevant, weil für die meisten Nutzer bringt das nichts. Erstmal muss man entsprechendes Datenvolumen ja auch mitbringen. So viel Datenvolumen muss man erstmal haben, dass 5G in irgendeiner Art und Weise Sinn macht. Und Datenvolumen ist in Deutschland sehr, sehr teuer. Punkt 2 ist, wer jetzt nicht jeden Tag gerade 10 Blu-Rays parallel aus dem Netz saugt, dem bringt das auch nichts. Wir reden hier von massiver Bandbreite. Komm, soll mir mal einer sagen, wofür? Für WhatsApp? In wie viel Pikosekunden wollten ihr das verschicken, eure Nachrichten? Von 4G auf 5G wird nur eine Minderheit in Deutschland tatsächlich einen Mehrwert haben. Wisst ihr, wie schnell ihr die 64 GB mit 5G maximal Speed voll bekommt? Das ist alles absolut unverhältnismäßig. Genau darum geht's. Wir machen auch mal weiter. Das ist mich jetzt. Ich schlage jetzt nochmal genau in die gleiche Kerbe. Der A14. In allen Geräten, in allen vielen ist der A14 verbaut. Und Apple sagt selber, über diesen Chip, über diesen SoC, ist das schnellste Smartphone-SoC am Markt. Okay, man kann Billionen von Rechenoperationen mit Links erledigen. Das ist auch schön. Das ist fantastisch. Ich will auch nicht mehr Apple unterstellen, dass sie hier gelogen haben. Ja, wenn man jetzt die Benchmarks anwirft, wird der wahrscheinlich auch den 865 Plus, aktuelles SoC von Qualcomm und in allen, in den meisten Flaggschiffen auch verbaut. Samsung ist natürlich eine Ausnahme. Huawei auch. Der wird die jetzt alle verprügeln. Was ich zuletzt gelesen hatte, war, der wird nur 15% schneller sein als der 865 Plus. Jetzt sage ich übrigens das Gleiche, was ich auch zum Mi 10 Ultra von Xiaomi gesagt habe, damit jetzt keiner auf die Idee kommt, das sagst du jetzt ja nur, weil es um das iPhone geht. Es geht für alle Oberklasse-Geräte, egal ob Snapdragon 865 Plus, egal ob A14. Die meisten brauchen diese Leistung nicht. Auch Apple selbst wirbt damit, ja, Videoschnitt. Und auch in den Kommentaren kommt meistens nur dieses Argument, Videoschnitt. Ja schön, ich bin YouTuber, okay, ich schneide Videos. Und ich würde im Übrigen nie auf die Idee kommen, meine Videos am Telefon zu schneiden. Und erst recht nicht auf diesen iPhone 12 Mini. Und wie sieht die Argumentation noch aus? Immer wenn ich sage, ja, kein Schwein braucht die Leistung, egal ob es jetzt um Apple geht oder um einen anderen Hersteller, kommt dann sowas wie, ja, aber ich will ja was emulieren. Ja, was, Windows 2000, fünfmal parallel. Es gibt diese Leute, die wirklich anfangen, auf dem Telefon irgendwas zu emulieren. Es gibt die Leute, die natürlich auch am Telefon Videoschnitt machen. Das sind aber die wenigsten. Und wer jetzt auf die Idee kommt, ja, aber da läuft doch iOS flüssiger. iOS braucht diese Leistung nicht. Das gilt im Übrigen auch für Android.
normalen Betriebssysteme laufen genauso schnell wie vorher, da merkt man keinen Unterschied. Auch die Leistung, die in Anspruch genommen wird, die Kerne werden einzeln abgeschalten und der Prozessor wird insgesamt runtergetaktet, damit er halt Energie spart. Wenn er die ganze Zeit auf Anschlag läuft, dann ist aber euer Akku ganz schnell runter. Das gilt aber auch für Snapdragon 865 Plus. Wenn die alle am Anschlag laufen die ganze Zeit, dann ist der Akku extrem schnell leer. Ja, außerdem wird das Ding ja auch heiß. Die stellen nur so viel Leistung zur Verfügung, wie auch gerade benötigt wird. Ja, und Android braucht nicht viel Leistung und iOS auch nicht. Die werben ja auch damit, dass die Betriebssysteme alle schön schlank sind. Nee, dann kann man aber auch einen SoC verbauen, der nicht so viel Performance bringt, wenn man die denn auch nicht braucht. Aber ihr dürft nicht vergessen, das bezahlt man ja alles mit. Und Apple präsentiert das Gerät ja nicht als Nischenprodukt, also als ein Produkt für eine ganz spezielle Zielgruppe, sondern Apple präsentiert dieses Gerät für die breite Masse. So, und wirbt vor allem mit der Leistung des SoCs und mit der maximalen, wohlgemerkt maximalen Leistung, was sie immer so zeigen, alles, das sind alles Labormessungen, das ist in der Realität meistens totaler Blödsinn. Und es ist alles von der Abdeckung abhängig. Also hier in Deutschland, wie gesagt, da sieht es ganz, ganz finster aus. Aber selbst wenn es möglich wäre, die Leistung des mobilen Internets sowie die Leistung des SoCs sind für die meisten Anwender völliger Blödsinn und werden nicht in Anspruch genommen. Das ist übrigens auch der Grund, warum die meisten Hersteller Mittelklassen anbieten, wo zum Beispiel die 700er-Serie vom Snapdragon verbaut wird. Weil die meisten da gar keinen Unterschied merken. Okay, jetzt haben wir mit dem Positiven angefangen. Ihr merkt, ich will mich auch bessern. 5G in allen Geräten und der A14 in allen Geräten. Wir haben mit dem Positiven angefangen. Also bitte jetzt nicht rumhaten in den Kommentaren. Kommen wir zu den Preisen. Wir nehmen erstmal das 12 Mini, ist das günstigste. Und was weiß ich, irgendeine Farbe, ist auch egal. 64 GB ist hier der Einstieg. Was muss man so sagen, wie es ist? Für 778 Euro Verkaufspreis. Im Übrigen, die Zahl ist so krumm wegen der Mehrwertsteuer. Wenn die Mehrwertsteuer wieder zurückgesetzt wird auf 19%, sind wir dann vermutlich halt bei 799 Euro. 944 Euro übrigens mit 256 GB. Teuer. Ich hatte ja vorher gelesen, das Gerät soll dann sehr, sehr günstig werden, bla bla bla, aber eigentlich nicht. Zumal, wir haben ja wirklich 64 GB, ja, dann knapp 800 Euro. Wir hatten ja vorhin über Marktstandards gesprochen. Ich will das Telefon nicht sinnlos dumm machen, aber man muss sagen, wie es ist. 64 GB, 778 gibt es, glaube ich, weiß nicht, gibt es das irgendwo? Bietet es, also, ist mir jetzt im Moment nicht bekannt. Wenn ja, könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben. Aber dass halt überhaupt jemand in dem Preisbereich noch ein Gerät mit 64 GB anbietet, ich denke mal, das ist auch so ein Alleinstellungsmerkmal dann von Apple. Und wir sind hier wirklich bei der absoluten Holzklasse. Wenn wir jetzt sagen, okay, ich will halt nicht so ein kleines Gerät, ich will einfach nur das iPhone 12. Das normale wollten wir ja eigentlich auch in den Fokus rücken. 876, also knapp 900 Euro. Mit der Mehrwertsteuer, wenn die wieder zurückgesetzt wird, dürfen wir dann bei rund 900 Euro sein. Für 64 GB, muss ich sagen, ist echt mutig von Apple. Die scheinen hier wirklich die eigene Community auszureizen. Und die scheinen auch den Hype hier, sag ich mal, direkt auch finanziell auszuschlachten, den es hier um Apple gibt. Anders kann ich mir die Preisgestaltung nicht erklären. Zumal es ja auch dann fleißig weitergeht. Mit 256 GB sind wir da bei 1042 Euro dabei. Und da sind wir jetzt noch nicht mal beim Pro angelangt, sondern das ganz normale iPhone 12. Und dabei hat Apple das Ladegerät wegrationalisiert und auch die Kopfhörer. Wir bekommen hier also tatsächlich nur noch das iPhone mit einem USB-C-Kabel auf Lightning, also mit einem Datenkabel geliefert. Für 25 Euro kann man sich dann das Ladegerät dazu bestellen, für 18,50 Euro dann die kabelgebundenen Kopfhörer. Und das schlägt man alles hier auf den Preis nochmal drauf, was ja auch dann die Verteuerung des Geräts ist. Also man muss ja eigentlich davon ausgehen, dass wenn Apple an den Geräten spart, also am Lieferumfang spart, dass ja auch der Preis sinkt. Aber stattdessen sind die Geräte verdammt teuer und das Zubehör fehlt. Aber trotzdem muss optional erworben werden. Hier schreibt Apple selbst dazu, dass es hier um Umweltziele geht. Ich habe mich ja sowas dann abgefeiert, als ich das gelesen habe. Und hier steht dann, verwende doch einfach das alte Netzteil. Dein altes vorhandenes Apple-Netzteil. Das ist eine hervorragende Idee, wenn man bedenkt, dass ja das iPhone 11 mit einem 5-Watt-Ladegerät ausgeliefert wurde. Ich hab das ja erst wirklich geglaubt, als ich das Gerät selbst ausgepackt hatte, das iPhone 11. Und das Netzteil dann wirklich in der Hand hatte und da wirklich draufsteht 5 Watt. Ja, und selbst das, selbst so ein Low-Power 5-Watt-Ladegerät sparen die sich jetzt ein. Also wie Apple hier an der eigenen Community spart, kenne ich wirklich von gar keinen Hersteller. Apple und Umweltschutz, das machen wir dann in ein extra Video, das wird dann sonst hier zu lang. Wer sich dafür interessiert, es wird ein Teil 2 geben und gehen wir darauf nochmal im Speziellen ein. Ganz schön anziehend, da sind auf der Rückseite sind ja jetzt Magnete verbaut worden und da kann man jetzt irgendwelches Zeugs dran heften, was man natürlich optional kaufen muss und was auch alles noch natürlich sehr großzügig ist im Preis. Ja, hier ist Silikoncase, also um es mal zu übersetzen, aus Plastik, nicht wahr? Für 53,60 ordentlich. Ladegerät für 43 Euro, ja, so viel gibt es da eigentlich gar nicht, das ist eigentlich alles nur Hüllen. Dann ein Ladegerät hier und dann diese iPhone-Leder-Wallet mit MagSafe. Also das kann man hinten dann so dran klippen. Weiß nicht, ob sich das dann wirklich dran bleibt, wenn ich das mir in die Tasche hinten reinschieben würde, das Telefon. Das streift man auch dann dabei ab. Und dann 63,35, da kann ich nur die Frage stellen, was daran
kostet 63 Euro. Kann man nur hoffen, dass es dann, dass andere Hersteller dann das halt aufgreifen und dann auch Zubehör dafür produzieren, also alternativ, und dass die Preise dann ein bisschen realistischer sind. Sicherlich, man könnte die Idee sicherlich ausbauen. Ja, könnte man. Ich will es jetzt nicht grundsätzlich verurteilen, aber ja, hat Apple nicht gemacht. Es gibt halt Hüllen. Und hier kann man es laden. Ich meine, ich habe kabelloses Laden, das ist extrem schnell. Ich stelle das hier, dafür habe ich so einen Stand, stelle ich das Ding einfach drauf und es wird super schnell geladen. Weiß nicht, wofür ich das hier benötigen könnte. Und diese kleine Tasche hier braucht kein Schwein, ist einfach nur abartig teuer. Also ich weiß nicht, wie Apple so einen Preis hier rechtfertigt. So, bei den iPhone 12 Pro wird es logischerweise noch teurer, sonst würde das Ding hier nicht Pro heißen. Einstiegspreis 1120 und Pro Max ist hier Einstiegspreis 1270. Und in der maximalen Speicherausbaustufe sind wir 1558 Euro. Auch hier sei, wie gesagt, es wird natürlich dann teurer. Und auch hier sei gesagt, bei 1500 Euro ist kein Ladegerät dabei. Das ist super. Und ja, soll ich jetzt mein altes 5-Watt Ladegerät benutzen, damit ich das Ding dann 2 Tage lang aufladen kann? Das ist ja meine super Idee. Also Apple spart am Lieferumfang, was den Speicherausbau angeht. Einstieg 64 GB hat sich auch nichts geändert. Trotzdem sind die Geräte immer noch super teuer. Preisgestaltung hier absolut nicht nachvollziehbar. Ja, erstmal was Positives zum Display. Hätte ich eigentlich gleich am Anfang noch mit reinnehmen sollen. Wir wollen mit den positiven Sachen. Apple hat es wirklich geschafft, das HD-IPS-Display abzuschaffen. Oder HD-Plus-IPS-Display. Das ist zwar auf der einen Seite was Positives. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, in dem Preisbereich verbaut schon lange keiner mehr ein IPS-HD-Plus-Panel. Also was bei iPhone 11 ja noch verbaut war. Jetzt haben alle ein OLED-Display und auch alle Full HD Plus, also die höhere Auflösung. Wie gesagt, letztes Jahr hatten wir im iPhone 11 noch ein HD Plus IPS Panel. Und man muss sagen, so wie es ist, also in den Oberklassenbereichen HD Plus IPS, das hat sich keiner gegönnt. Das war echt nur noch Apple gewesen. Also da hing die in Bezug auf Display, hing Apple dem Marktstandard wirklich ganz stark hinterher und haben jetzt diese Lücke geschlossen, was wahrscheinlich auch diesen höheren Preis jetzt auch bedingt. Das heißt jetzt aber nicht, dass die jetzt da wirklich gut dabei wären. Weil was sie nicht geschafft haben, das ist egal, ob es jetzt um das 12er geht oder das 12 Mini, Pro oder Pro Max. Die laufen alle mit 60 Hertz. Mi 10 Ultra, Einstiegspreis 680 Euro ungefähr, also günstiger als die Holzklasse von Apple, haben wir natürlich 120 Hertz, OLED, Full HD Plus, 800 Nits Helligkeit und Corning Gorilla Glass 5. Ja, jetzt schreibt Apple eben was von Keramik Shield, aber auch nur auf der vorderen Seite. Also Rückseite habe ich, glaube ich, gar nichts gefunden, was für ein Glas das ist, wie schnell das bricht. Aber wie gut oder schlecht das ist, sei mal dahingestellt, da hätte ich lieber gerne Tests von unabhängigen Seiten. Also wie gesagt, auf der einen Seite schön, jetzt haben wir hier mal das Pro und das Pro Max, aber bietet wenigstens 90 Hertz. Und ja, sagt auch Moschus, aber du hast dein 16S, da war da auch ein 60 Hertz Panel dabei. Hast du auch gesagt, ist es für dich okay? Sag ich, ja, ist es auch. Aber dann gebe ich für das Gerät auch plus 350 Euro aus. Aber wenn man so viel Geld ausgibt, dann möchte ich doch auch bitte, dass zumindest die Displays den Marktstandard in den jeweiligen Preisbereich auch erreicht. Und eigentlich erwarte ich das beim Telefon, was am teuersten ist am Markt, dass das Gerät ja dann auch besser ist. Warum soll ich denn sonst so viel Geld ausgeben? Und Helligkeit, ja, typische Helligkeit, 800 Nits, hat man gerade gesehen. 800 Nits, typische Helligkeit habe ich auch beim Meizu 17 Pro, das hat man auch bei dem Mi 10 Ultra. Und hier dieses Haptic Touch, also ich habe hier bei meinem Meizu 17 Pro zum Beispiel echtes 3D Touch, also wirklich ein druckempfindliches Display. Ihr könnt mich übrigens auch gerne in den Kommentaren mal korrigieren, ist überhaupt gar kein Problem. Gehen wir mal zur Kamera, haben wir eine 12 Megapixel Weitwinkel und die wird noch ergänzt durch eine Ultraweitwinkelkamera. Und die Ultraweitwinkel hier mit 120 Grad. Ich denke mal, das gleiche gilt dann auch für die Pro und Pro Max Version. Ja, da haben wir auch 120 Grad. Also nur zum Vergleich mit dem Mi 10 Ultra haben wir 128 Grad. Bei dem Pro und dem Pro Max ist dann noch ein Tele dabei. Wobei das Tele dann von dem Pro Max nochmal besser ist als von dem Pro. Auch da hat es natürlich Apple schwer. Das Mi 10 Ultra ist ja gerade bekannt eben auch für die Zoom-Funktion. Ist natürlich auch ein Tele verbaut. Aber da würde ich ganz ehrlich abwarten, was dann die XO sagt. Für die, die es nicht kennen, die XO mag, die vergleichen halt Kameras miteinander. Und ich habe auch ein bisschen geschaut. Also Apple, hier ist iPhone 11 Pro Max, wohlgemerkt. Also wirklich das Flaggschiff der letzten Generation. Spielt inzwischen nicht mal noch in der Top 15 eine Rolle. Und wir sehen, dann geht es auch hier mit den iPhone 11 weiter. Das ist dann schon sehr weit nach unten gerutscht. Da wird sogar vom Mi 9 hier geschlagen. Platzhirsche, Xiaomi, Huawei. Hier sehen wir Vivo, wir sehen Oppo. Wir sehen aber auch Samsung natürlich. Und da muss Apple sich erstmal wieder nach oben kämpfen. Wie gesagt, hier mit Platz 16 im Moment. Platzhirsch ist das Mi 10 Ultra. Ich habe das Mi 10 Ultra vor kurzem vorgestellt. Ich habe einen Fotografen das auch mitgegeben und der hat ein ganzes Shooting mit dem Telefon gemacht und wirklich beeindruckt. Ich würde euch da einfach das Review nochmal verlinken, da könnt ihr euch das nochmal anschauen. Da warte ich ab. Das jetzt vom Datenblatt jetzt zu beurteilen, die Kamera, das wäre totaler Blödsinn. Jetzt gehen wir mal über die Dinge ein, die wir nicht sehen. Und das ist auch ganz, ganz wichtig. Warum kommuniziert ein Hersteller gewisse technische Daten nicht? Das ist das Datenblatt. Und was wir hier nicht finden, ist die Batteriekapazität. Was wir hier nicht finden, ist der Arbeitsspeicher.
Und da frage ich mich doch schon mal, warum. Man konnte was lesen von 6 GB Arbeitsspeicher, aber wirklich direkt kommuniziert ist es nicht. Ich habe auch noch keine Quellen gefunden. Und da Apple das nicht kommuniziert, werden wir wahrscheinlich abwarten müssen, bis irgendeiner das dann mal irgendwie rausfindet, als wenn die Geräte verkauft werden. Keiner würde sich einen Computer kaufen, wenn er nicht weiß, wie viel Arbeitsspeicher das Ding hat oder ein Notebook oder ein Smartphone. Da, wo Apple wirklich absolut nicht mithalten kann mit den Marktstandards, lässt Apple die Informationen einfach weg. Das haben wir jetzt ja auch schon gemacht, davon abgesehen. Das heißt, hier steht nirgendwo, dass es ein 60 Hertz Panel ist. Hier steht nirgendwo die Akkukapazität und steht auch nirgends für Arbeitsspeicher eigentlich verbaut. Sicherlich kann man jetzt rumdiskutieren, ja, aber Apple und die optimieren, die versuchen diesen, versuchen jenes. Ja, da sage ich mir aber, ja, ich kaufe für weniger ein Mate 17 Pro und habe 12 GB. Und da ist das Problem erledigt. Versteht ihr? Und das ist das Problem, das ist auch ganz wichtig, das ist das Problem auch in 5, 6 Jahren erledigt. Weil da habe ich so viel Arbeitsspeicher, da bin ich einfach zukunftssicher. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Ich weiß, dass es jetzt nur die International ist, aber ich wähle das Mate 17 Pro auch gerade deshalb, weil es halt mal nicht so ein bekanntes Gerät ist. Zu zeigen, hier, passt auf, die unbekannteren Hersteller, ja, selbst die kriegen das alles in einen vernünftigen Preisrahmen gebacken. So 12 GB Arbeitsspeicher und zwar 56 GB UFS 3.1 für 657 Euro. Hier mal ein kleiner Vergleich. Und da ist halt ein 90 Hertz Panel drin mit einer Full HD Plus Auflösung und Super AMOLED. Die 1100 Nits, das ist hier irgendwie bloß spitze. So, und da habe ich hier auch eine super Top Kamera drin. Das ist, glaube ich, die neueste hier von Sony. Ich habe auch schon Fotos gemacht. Ach lol, selbst die haben 129 Grad Ultraweitwinkelsensor. Und vor allem, ach, ich bin auf die Kamera gar nicht jetzt genau weiter eingegangen, haben wir hier 4 Kameras. Mi 10 Ultra, hier 4 Kameras. Mi 10 T, kostet 500 Euro glatt. Ja, 144 Hertz. Das ist zugegeben hier noch ein IPS-Panel, ne? Aber wie gesagt, 499 Euro, das sind wir schon weit runter unter dem Preis jetzt von der Holzklasse von Apple. Und da haben wir hier natürlich 6 GB, also Einstiegsarbeitsspeicher als kleinste Option, 6 GB und 128 GB Festspeicher. Das ist hier 499 Euro. Wir sind ja nicht im Flaggschiff-Bereich preislich. Und trotzdem tun die es nicht unter 128 GB Festspeicher. Wenn der Arbeitsspeicher nicht reicht, kann hier nochmal 2 GB aufstocken, kein Problem. Und auch hier ein Triple-Kamera-Setup dann als Minimum. Ja, dann zieht euch mal das fette Setup rein. Ne? Das kann schon was. Und natürlich ein fetter Akku. Und natürlich Fast Charge. Hat allerdings hier, muss man dazu sagen, kein Wireless. 499 Euro und hier ist auch ein High-End-SoC drin und auch schon mehr Leistung, als die meisten benötigen werden. Da kann man sich wieder darauf vorbereiten, dass hier wieder ein Spielzeugakku verbaut wurde, während sich andere Hersteller extrem auf Arbeitszeit mit dem Gerät fokussieren. Das heißt, wir haben eine hohe Ladeleistung, wir haben eine hohe Akkukapazität, damit wir halt mit dem Gerät lange arbeiten und das dann auch ganz schnell wieder aufladen können. Aber auch hier muss man sagen, muss man halt abwarten, was passiert. Kabellos laden mit bis zu 15 Watt, allerdings mit MagSafe. Weiß ich nicht, ob das jetzt auch normal funktioniert. Kabellos laden bis zu 7,5 Watt mit Qi. Aufladen über USB am Computernetzteil. Schnelles Aufladen mit 20 Watt Netzteil. Wobei, ja, mit 20 Watt Netzteil, also soviel ich weiß, 18 Watt. 18 Watt wird hier unterstützt. Mal gucken, ob es hier ein bisschen besser steht. Es steht nur mit 20 Watt Netzteil. Man kann ja auch nur 100 Watt Netzteil anschließen. Also soviel ich weiß, macht das iPhone, wir sind jetzt hier übrigens beim Pro bzw. Pro Max, 18 Watt Kabel gebunden und maximal 15 Watt, aber offensichtlich auch nur mit MagSafe. Also wenn man das Zubehör entsprechend dazu kauft. Während, so wie ich das jetzt verstehe, bei normalen Ladepad kabellos dann nur 7,5 Watt hier unterstützt werden. So, da kommen wir mal zur Konkurrenz. Nehmen wir mal das Mi 10 Ultra. 120 Watt Kabel gebunden. Wir haben 18 Watt Kabel gebunden beim iPhone. Und selbst beim 1550 Euro iPhone haben wir 18 Watt Kabel gebunden. Und bei Xiaomi haben wir 50 Watt Wireless. Und der Akku ist 4.500 mAh groß. Ich habe es im Test schon gezeigt, ich glaube 17, 18 Stunden kam hier. Das heißt, wir haben eine Top-Laufzeit und können das Gerät super schnell wieder vollladen. Super Standard. Das Gerät ist trotzdem günstiger als das iPhone Mini. Hier beim Mate 70 Pro zum Beispiel haben wir 30 Watt Kabel gebunden, wir haben 27 Watt, können wir Kabel losladen. Der Akku ist 4.500 mAh groß. Im Test kam ich auf über 12 Stunden. Ist jetzt nicht so krass wie beim Mi 10 Ultra, davon abgesehen, aber ist auch ordentliche Laufzeit. Sagen wir mal ordentliche Laufzeit. Und wir können es wirklich sehr schnell vollladen. Und ich nutze es auch sehr gerne. Ich lade hier kabellos mein Mate 17 Pro auch gerade. Geht super schnell, super bequem. Habe ich so einen Stand, stelle ich den einfach nur rein. Und das ist vernünftig. Und nicht mal das Beste am Markt. Das ist einfach nur vernünftig. Oppo lädt auch übelst schnell. Mi 10 T zum Beispiel für 499. Fast Charging 33 Watt. Aber wie gesagt, kein Wireless. Nehmen wir mal das Poco X3, 290 Euro. Also wir gehen den Preis noch weiter nach unten. 6000 mAh, Fast Charging 33 Watt. So, wir nehmen noch das Samsung Galaxy Note 10 Plus. Das nehme ich jetzt einfach nur, weil es halt von 2019 ist. Also eine Generation älter. Fast Charging 45 Watt. Wireless Charging 15 Watt. So, also ich denke mal, es reicht langsam. Ich könnte jetzt noch viele Mittelklassen
wirklich noch heranziehen, die auch alle schneller laden als hier die aktuelle iPhone-Generation, die super teuer ist. Und auch wenn ich mir hier so, da sind ja sicher alles Laborwerte unter irgendwelchen Optimalbedingungen, wenn ich so also die maximale Wiedergabezeiten so reinziehe, denke ich mal, wird uns da jetzt auch kein Akkuwunder erwarten, sagen wir mal so. Ich habe jetzt nicht alle Geräte am Kopf, aber Stand jetzt würde ich sagen, dass Apple in Bezug auf kabellose Ladetechnologie und kabelgebundene Ladetechnologie das Schlusslicht am Markt bildet in diesem Preissegment. Und jetzt mit dem 20-Watt-Netzteil, dafür auch noch Geld auszugeben, ist auch ein bisschen lächerlich. Also bei meinem Mieter in Ultra, das Gerät ist günstiger als hier das iPhone Mini, da ist ein 120-Watt-Ladegerät dabei. Und das kann ich natürlich auch überall an meinen ganzen anderen Geräten verwenden. Und da habe ich ein Ladegerät, mit dem ich zukunftssicher bin. Die reden von sich selbst grün zu sein und legen aber den iPhone 11-Geräten vom letzten Jahr 5-Watt-Ladegeräte bei, die ich überhaupt gar nicht, also die würde ich ja alle wegkicken. Was soll ich mit 5-Watt-Ladegerät? Okay, frühstücken wir noch ein bisschen was anderes an. USB-C haben wir nach wie vor nicht. Apple weiterhin Lightning. Jetzt könnte man sich fragen, ja, warum eigentlich? Warum setzt Apple nicht langsam mal auf USB-C? Nun, weil Apple ja die Netzgeräte ja weglässt. Und wenn die neue iPhone-Generation jetzt USB-C unterstützen würde, dann könnte man ja einfach andere Ladegeräte verwenden. Die Technik verwenden, die man halt schon da hat. 18 Watt Ladegerät, das ist heute bei jedem 150 Euro Telefon ja schon mit dabei. Also ich sehe zumindest jetzt keinen Grund, warum Apple nicht auf einen einheitlichen Standard umsteigt. USB-C. So wie alle anderen auch. Jeder könnte seinen eigenen Standard einführen, aber das bringt ja nichts. Das bringt ja nur eine Vielfalt von Kabeln und das würde natürlich den Elektroschrott wieder mehren, an deren Mehrung jetzt Apple auch immer noch beteiligt ist. Also das sehe ich als reinen Nachteil, dass Apple hier weiterhin auf Lightning setzt, obwohl es einen weltweiten Standard gibt und Apple sich den einfach anschließen könnte. Nochmal ein anderes Thema, nämlich das Thema Fingerabdruckscanner. Habe ich jetzt leider vergessen, deshalb jetzt das jetzt mal als Einspieler. Kann man aber schnell abhandeln, das iPhone 12 hat keinen. Während bei anderen Geräten der Fingerabdruckscanner selbst ab Mittelklasse bereits unter das Display gewandert ist und somit weder optisch noch haptisch in irgendeiner Art und Weise auffällt, hat Apple den schlichtweg wegrationalisiert und spart auch nochmal zusätzlich an der Stelle. Das heißt, ihr müsst entweder auf Face ID oder auf PIN und Pattern zurückgreifen. Ist das nicht was ganz Fantastisches? So, dann haben wir noch einen Punkt, Speichererweiterung. Wird von Apple nach wie vor nicht angeboten. Stattdessen werden aber weiterhin Speicheroptionen angeboten, die in dem Preissegment absolut untypisch sind. Und vor allem, die das Gerät natürlich auch stärker veralten lassen. Es kommt ja häufig das Argument des langen Software-Supports. Sag ich, ja, ist ja schön. Aber wie viele iPhones der 6er oder 7er Generation geistern da draußen rum mit Speicherkapazitäten, die heute absolut obsolet sind? Und hier haben wir das Problem ja sozusagen auch schon für die Zukunft geschaffen, indem Apple hier noch 64 GB anbietet. Und da die Speicheroptionen ja so teuer sind, werden ja auch viele, die 64 GB zurückgreifen, wenn die sagen, reicht mir. Ja, und das stimmt sicherlich auch, es reicht im Jahre 2020. Aber im Jahre 2024 oder 2025 wollen die vielleicht die Geräte mal verkaufen. Es wird dann ein bisschen schwierig, weil dann viele sagen, ja, was soll ich mit 64 GB? Und ich kann es ja nicht mal aufrüsten. Apple unterbindet das nach wie vor und das sorgt natürlich für eine vorzeitige Obsoleszenz der Geräte, was man ja unter geplanter Obsoleszenz dann versteht. Also fassen wir es mal zusammen. Was haben wir bisher? Am Design hat sich im Großen und Ganzen nichts getan. Sieht eigentlich genauso aus wie vorher. Eine neue Designsprache, das ist völlig übertrieben. Viel moderner sehen die auch nicht aus. Breiteste Notch am Markt hatten wir alle schon gehabt. Display hat sich Apple einen guten Standard erarbeitet, bietet aber nichts über 60 Hertz an. Konnektivität, kann man sagen, ja, Apple hat die Standards erreicht, also die Marktstandards. Batterie wird nicht kommuniziert, würde ich mal vermuten, liegt daran, dass es Apple peinlich ist. Ladegeschwindigkeit, absolut, und zwar weit unter den Marktstandards. Arbeitsspeicher wird von Apple nicht kommuniziert, würde ich mal vermuten, weil es Apple peinlich ist. Also vermutlich auch weit unter den Marktstandards. Im Übrigen, wer wissen will, was so maximal drin ist, also im Methane Ultra, wenn man dann 977 Euro ausgibt, kriegt man 16 GB Arbeitsspeicher. Zumindest in Bezug auf den SoC setzt Apple tatsächlich neue Standards. Aber das Problem, wie vorhin kommuniziert, ist es für die meisten Leute einfach völlig sinnlos. Weil ganz ehrlich, jedes Jahr immer weiter die Leistung zu steigern, wenn aber der Bedarf nicht da ist, das ist dann auch irgendwo ein bisschen Verschwendung. Kamera, da müssen wir abwarten, bis das Gerät auf dem Markt ist, bis dann auch entsprechende Plattformen sich das dann genau anschauen, das auch vergleichen mit anderen Geräten. Aber zumindest können wir festhalten, dass das iPhone 12 und das iPhone 12 Mini mit einer Dual-Kamera daherkommen. Und der Marktstandard nun wirklich woanders ist. Ja, es kann sein, dass das iPhone 12, dass die Hauptkamera sich da auch wieder im DxO platzieren wird. Wo, das sei mal dahingestellt, das wissen wir natürlich noch nicht. Aber man kann schon mal festhalten, an Flexibilität fehlt es einfach. Wir haben keine Makro-Option, wir haben keine Tele-Option hier in der 12er. Wer das haben möchte, der muss dann nochmal deutlich mehr Geld ausgeben. Aber auch da stellt sich die Frage, wir gehen bis 1.500 Euro hoch.
dafür, dass der gleiche SoC verbaut ist, dafür, dass wir im Prinzip das gleiche Display haben, die Geräte werden nur ein bisschen größer. Konnektivitäten, das bleibt gleich, Performance bleibt gleich, das Display bleibt gleich. Also da ist natürlich die Frage, wofür gebe ich jetzt eigentlich die 500 Euro extra aus? Dafür, dass die Kamera, dass dann eine zusätzlich dazukommt, in dem Fall nochmal Tele. Also ganz ehrlich, finde ich völlig überzogen dann die Preisgestaltung. Entweder nimmt halt das 12er und sagt, ich habe auch keine Tele dabei. Und für diejenigen, die sagen, ich will eine Tele haben, die bezahlen einen absurden Aufpreis. Also die Preisgestaltung hier finde ich dann auch, sagen wir mal, unfreundlich Fotografen gegenüber. Ansonsten weiß ich gar nicht, was ich zu dem Telefon sagen soll, weil, ja, Innovation gibt es gar keine. Dieses MagSafe-Dings da, ganz ehrlich, erstmal ist es super teuer, es ist alles optional. Und viel gibt's ja nicht. Ganz ehrlich, ZTE bringt die Kamera unter das Display. Es gibt jetzt neue Prototypen mit verschiedenen Lösungen, wie man flexible Displays einsetzen kann. Xiaomi hat die Ladegeschwindigkeit auf 120 Watt erhöht. Also es passiert wirklich einiges am Markt, aber es passiert halt nichts bei Apple. Warum? Nennt mir einen Grund, warum man das iPhone 12 kaufen sollte. Im Gegensatz jetzt zum iPhone 11. Und erst recht nennt mir einen Grund, warum ich das kaufen sollte gegenüber, naja, zum Beispiel eben Smartphones von Xiaomi. Ich meine, ich sehe hier ein Telefon, wo Apple ganz klar spart. Ich sehe hier ein Telefon, wo Apple auf Innovation komplett verzichtet. Ich sehe hier ein Telefon, das absichtlich zumindest mechanisch inkompatibel gemacht wurde, in dem nach wie vor ein eigener Anschluss verwendet wird, der aber eigentlich keinen Mehrwert bietet. Ich sehe ein Telefon, wo Apple das Zubehör weglässt und das mit diesen Umweltdings, das ist ja wohl ein absoluter Scherz. Da möchte ich nochmal einen Teil 2 dazu machen, für all diejenigen, die sich dafür jetzt nicht interessieren. Ich sehe da ganz klar, dass Apple das weggespart hat. Trotzdem steigen die Preise. Die Geräte sind alle absurd teuer. Wenn man das iPhone 12 nimmt mit einem halbwegs marktüblichen Speicherausbau von 128 GB, bitte, das wären wir dann bei, keine Ahnung, bei rund 950 Euro dabei. Und das ist ein echt sehr hoher Preis. Wenn man bedenkt, dass das Mi 10 Ultra mit 128 GB, drunter tun die es nicht, für 687 zu haben ist. Und wirklich rein hardware-seitig den iPhone 12 in einigen Disziplinen nun mal überlegen ist. Das muss man so sagen, wie es ist. Ich weiß, das ist hier die International. Man kann jetzt das hier bestellen für ein bisschen Aufpreis, auch wirklich ein sehr fairer Aufpreis. Ist die Xiaomi EU-ROM drauf, da müsste man auf LTE Band 20 verzichten, weil das ist ja immer noch die International. Bla 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 bla, darauf gehen wir erstmal nicht ein. Wir haben ja gesagt, wir vergleichen erstmal nur die Hardware. Wie weit ist denn der Xiaomi? Ich denke mal, es wird auch noch eine Global rausbringen, aber ja, darum geht es erstmal jetzt nicht. Eben solche Features, wie eben, dass eine Flüssigkeitskühlung da drin verbaut ist, das finden wir inzwischen halt vor allem bei Xiaomi, aber zu wesentlich faireren Preisen. Und das ist ja hier schon wirklich die absolute Spitzenklasse, die man sich ja noch mal geben muss. Und natürlich haben wir Wi-Fi 6, 5G, Bluetooth 5.1 und immer so weiter. Das ist da einfach halt einfach Standard. Und Apple erreicht inzwischen halt einige Standards einfach nicht mehr. Positiv ist das iPhone 12 Mini, weil viele wünschen sich nun mal kompaktere Geräte. Und es wird tatsächlich auch von den ganzen anderen Markenherstellern im Moment halt nicht geboten. Die Geräte werden immer größer, es ist einfach der Markttrend. Ach ja, 3,5 mm Klinke haben wir ja auch nicht. Wir haben nur Lightning, kein 3,5 mm Klinke, wir haben keine Micro-SD-Kartenerweiterung, wir haben ein Betriebssystem, was in sich geschlossen ist. Was meine ich damit? Alle feiern immer so den Update-Support von iOS. Ich sag nur, ich nehme Samsung Galaxy Note 5, das ist super alt und da ziehe ich mir einfach als Custom-ROM Android 10 drauf, in dem Falle von Bliss Team. Und wenn mir das nicht gefällt, ziehe ich eine andere Custom-ROM einfach drauf. Ich kann mir das dann nicht nur aktualisieren, sondern auch individualisieren. Die Community kann einfach mal für irgendwelche Geräte, nicht für alle, davon abgesehen, ist mir schon klar, können die Customs machen und das ist super nice. Und das geht für Apple, geht das einfach überhaupt gar nicht. Apple hat ja auch bewiesen, als sie mit Fortnite jetzt einfach mal rausgekickt haben, ja, ich habe Fortnite auf mein Note 5 installiert und dafür brauche ich auch keinen Google Play Store. Das ist alles total easy, es ist alles total offen, das gibt es ja bei Apple alles gar nicht. Aber wie gesagt, ich wollte zwischen Android und iOS eigentlich auch das Thema gar nicht aufmachen, aber solange sich die Geräte aufgrund des Hypes und nicht aufgrund der Technik verkaufen, solange das halt so funktioniert, weil ganz ehrlich, das ist ja schon fast lächerlich, mit den ganzen Gerüchten, mit den ganzen Leaks, es gibt eine Seite, die Zuverlässigkeit der Leaks bewertet. Das ist ein Telefon, aber das ist einen absoluten Kult ausgeartet. Und Apple wird auch daran nichts ändern. Wir werden weiterhin die Geräte super teuer verkaufen und werden auch weiterhin gewisse Marktstandards nicht erreichen, wenn sich das halt nicht ändert, wenn die Leute das ungesehen kaufen, wenn die sich dafür gar nicht interessieren. Ja, was gibt es denn eigentlich noch am Markt? Könnte ich nicht eigentlich die Hälfte dafür ausgeben, hätte aber trotzdem alles, was ich für meine Bedürfnisse benötige. Das soll es gewesen sein, das Video ist super lang geworden. Es wird noch ein Teil 2 geben, da gehen wir nochmal auf den Umweltaspekt ein, weil das Apple jetzt hier im Speziellen ja damit das Weglassen des Netzteils begründet. Ein super Scherz, werden wir nochmal behandeln. Bis zum nächsten Video. Ciao.